gekommen bin. Und ich kann mich noch gut entsinnen, als kleiner Junge ab 1949 in der Zuse-KG gewesen zu sein. Nebenbei nur, es gibt noch ganz wenige solche Augenzeugen, die ab 1949 eine Computerproduktion gesehen haben. Und das war hier in Neukirchen. Und eine 2 Minuten groß, die Konkurrenz Unibec und wie die Firmen alle hießen, ging dann in die Siemens AG über. Aber was wir hier haben, ist einzigartig auf der Welt. Und das wird Ihnen jetzt, ich bin auch ein bisschen so filmerisch mal angetan, Herbert Schuppert hat sie hinabgebracht und er schaltet sie jetzt ein, eine Maschine von 1961, die 98 Mal ausgeliefert wurde, Stückpreis etwa 140.000 D-Mark damals, und Sie haben heute wirklich das seltene Vergnügen, wir schalten Sie jetzt ein. Herbert! So, was wir jetzt hören, und du darfst dann gleich auch was sagen, wir müssen 3, 4 Minuten, glaube ich, warten, ne? 5. Nein, das haben wir ja noch. So, nein, auch nicht. Herr, was darf ich das erzählen? So, was wir jetzt sehen hier, meine Damen und Herren, was hier so laut ist, ist ein Trommelspeicher. Der fährt jetzt hoch, das ist ein Zylinder, der auf 6000 Umdrehungen hochfährt, magnetisch beschichtet. Etwa ähnlich zu unseren Festplatten heute. Allerdings wesentlich schneller in der Zugriffszeit. Schon damals. So, jetzt kommt die Frage, solange das hochfährt an Sie. Und da sehen wir so eine interessante Konstruktion hier. Da dieses Ding, das hatte in der Zuse-KG einen speziellen Namen. Also Sie sehen das Ding, was das umrahmt, ist ein Speicher. Und das Ding, was es umrahmt, ist die Bauchbinde. Die hat die Kabel nämlich zusammengehalten. So, meine Damen und Herren. So, jetzt kommt aber, Sie gehen ja nicht hier raus, ohne dass Sie hier arbeiten müssen. Ich habe deswegen aus Berlin extra was mitgebracht. So was. Was ist das? Ein Memory-Stick. So. Den ich hier habe, der ist viel zu groß. Wir nehmen 1 GB. Den kriegen Sie heute schon gerade. 1 GB. Übrigens an Sie 1 GB. Wie viel bezieht denn das? Ja, der schaue Mann da hinten. Ja, also 1 GB. Ja, was ist das? Also 1 GB ist 1 Milliarde. So, meine Damen und Herren, ich bin ganz frech zu Ihnen heute Abend. 1 Milliarde, wie viele Nullen? 9. Gott sei Dank. Da sind Sie nämlich besser als Minister, ehemaliger Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister Bangemann, der das nicht wusste vor etlichen Jahren. 9. Byte heißt, das soll ich heute Abend nicht mehr erklären, mal 8. So. Also auf so einem Dick kriegen Sie heute gar nicht mehr. Würde 1 € oder sowas kosten. Also das Ding hat 30. So. Dieses Ding, was jetzt gerade hochläuft, war immer schneller und schneller. Magnetisch beschichtet, ein Zylinder. So, was meinen Sie? Wie viele von denen bräuchten Sie, um 1 GB heute zu erreichen? Damalige Kosten 40.000 D-Mark. Wie viele von denen Geräten? Und dann darfst du dran, und dann bist du bereit. So, wie viele von denen bräuchten wir, um die Kapazität von 1 GB zu erreichen? 1. Also ganz klar, ja? 1961. So, meine Damen und Herren. Damit gehen wir dann langsam zum Barbecue. Er zeigt die Maschine aber noch, wie sie wirklich läuft und rechnet. Hat jemand eine Idee? 1000 hätte ich auch gesagt. 1500. Wie viel? 1500. Milliarde. 5 Millionen. Der was mit der Milliarde? Milliarde. Ein Verrückter. So. Ich sag's Ihnen. Sie bräuchten 300.000 Stück, um so einen kleinen Memory Stick, nicht den, der ist ja viel größer, von 1 GB zu erreichen. Aber die Wissenschaftler waren damals glücklich. Sie waren glücklich, dass es überhaupt so etwas gibt.
1961 und 57 auch schon. Und davor. So, also Sie hören jetzt, Herbert, das ist gleich dran, diese Trommel, die bezeichnet wird, läuft hoch. Und Herbert, jetzt müssen wir gleich. Man muss eins sagen, diese Maschine, wie man gesagt hat, 98 Mal gebaut. Also der Fernschreiber zum Beispiel, der hat zwei Funktionen gleichzeitig. Wenn Sie einen Loch schreiben haben oder ein Programm, dann ist Sie aber empfindlich, man kann sowas so machen, reißen. Also wenn ich den jetzt hier einlegen, kopieren, er schreibt in Schriftform das Programm aus und macht hier gleichzeitig Kopie. Dann haben Sie immer eine Reserve, wo das nächste kaputt gehen kann. Und auch diese Lochstreifen lesen auch, das hat lange gedauert. Die Fläche, wenn Sie die nicht halten, meinen Sie, da werden Löcher drin, sind aber keine drin. Das hat jetzt von gar nicht selber rausgegriffen. Da ist irgendeine Beschichtung drin, und durch die vielen Jahrzehnte, wo das benutzt worden ist, ist da feinste kleine schwarze Teilchen drin. Das können Sie kaum sehen. Und dadurch kann bei der Maschine ab und zu mal ein Befehl, die braucht man diesen Löcher, falsch gelesen werden. Also man hat, also ich habe sehr lange gebraucht, um rauszufinden, warum gewisse Lochschalten funktioniert haben und andere nicht. Ich habe das mit der Lochschalten. Nein, das ist genau da habe ich gelesen. So, da war ich also heute irgendwo, habe mir das reinigen lassen. Und im nächsten wird das noch hoch, also auf ein paar Mühe geschliffen und dann sieht wieder sauber. So, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt schalten die Maschine ein. Wir sehen wohl schon, was passiert. Müsste eigentlich funktionieren. Und jetzt haben Sie hier auch die Möglichkeit, Sie gehen hier nur auf die Befehlsübernahme. Und bringen da. Jetzt muss man auf die Uhr schauen, wie lange läuft diese Trommel nach ohne Strom. Und die Zeit müssen Sie sich mal gut merken. Wenn Sie das nicht mehr machen und nach 2 Minuten stehen bleibt, dann haben Sie ja drin einen Fehler. Und wenn Sie meinen, Sie nehmen einfach ein Lager raus, bauen ein neues rein. So einfach geht's nicht. Ich habe das große Glück, jemanden noch zu kennen, der das auch unter anderem gebaut hat und mir alles verraten hat, wie man sowas repariert. Und weil diese Trommel innen drin ja sehr schwer ist, ab einer gewissen Umdrehungszahl kommt, sagen wir mal ganz einfach, eine magnetische Kupplung und dann legt das nur ganz leicht ein bisschen das Gewicht an, so dass das volle Gewicht nicht brauchen kann. Sie müssen überlegen, der Lesekopf, der können wir auch noch fahren. Ich glaube, das hast du gar nicht gesagt. 6000 Umdrehungen, Lesekopf, kontaktlos, wie groß ist denn das schon jetzt? Ganz klein. Wie lange läuft sie denn da? Kann ich nicht beantworten. Ja. Was denn? Ich habe jetzt auch nicht mehr dabei. Vor einer Stunde. Die mussten laufen mindestens ihre 12, 13 Minuten. Also wenn es dann 8 Minuten geht, muss man schon mal nachgucken, was ist. Ist es sicherer? Denn wenn eine Unwucht reinkommt bei 4 Mühen, können Sie sich ja bestimmt vorstellen, was dann läuft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach 10 Minuten
alles wieder einschreiben würde, dann hören wir nur noch eins. Riesenkraft, innen drin wird alles zerstört. Ja. Der innen drin, schweres Material, außen sage ich mal dünnes Material, also zieht sich das zu schnell zusammen. Aber der Fachmann, der diese Maschine seit über Jahrzehnten gefahren hat, ein Herr Professor Lessner, hat mir genau erklärt, wie wir das auch machen. Das war ein Druckraum. So, Herbert. Ich würde einfach sagen, besten Dank.